Kapitel 2. Auf zu neuen Ufern. Kaum waren wir aus der Tür der Kammer von Hobelupf getreten, befanden wir uns inmitten einer Ansammlung von Pokémon. Die anderen Gildenmitglieder hatten bemerkt, dass irgendetwas los war und hatten darauf gewartet, dass wir kamen. Sie hatten offensichtlich auch durch die verschlossene Tür einiges mitbekommen. Ich sah mich um und merkte, dass tatsächlich die gesamte Gilde versammelt war. Abra, Roselia, Zickzacks, Krabi, Flurmel, Klavion, Quaxo, Magnetio und Magneton. Sie alle sind schon einige Zeit länger in der Gilde als ich und Shinux, also sind wir nicht nur die jüngsten, sondern auch die neuesten Mitglieder. Insgesamt können wir alle recht gut zusammenarbeiten, auch wenn es natürlich manchmal zu Streit kommt. Meistens drehen sich diese Streits um Abra, den Shinux bereits in der Kammer des Gildenmeisters erwähnt hatte, da er wirklich jeden, unter anderem auch uns, gerne mal durch den Kakao zieht. Aber zurück zum Thema. Alle neun hatten vor der Kammer gewartet, um zu hören, was geschehen war. Ihnen war klar gewesen, dass etwas Besonderes passiert sein musste. Auch wenn Shinux mir das bis heute nicht glaubt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es daran liegt, dass sie gesehen haben, wie er in Eile war. Das ist nämlich eher die Ausnahme als die Regel. Shinux und ich waren beide nicht übermäßig erstaunt, dass sie sich versammelt hatten und uns direkt mit Fragen bombardierten. Hast du gerade von der Legende geredet? Geht auf eine Reise? Wie aufregend! Ich beneide euch! Also, ich würde hier auch gerne mal was dazu sagen, aber mir hört ja sowieso niemand zu. Funktioniert dieses Foto wirklich? Können wir es mal sehen? Shinux dachte wohl dasselbe wie ich, denn er unterbrach sie. Könnt ihr vielleicht mal ein kleines bisschen runterkommen und einen Moment ruhig sein? Das würde es um einiges leichter machen, es euch zu erklären. Danke, Shinux. Also, bitte nacheinander. Was habt ihr noch für Fragen? Wir schafften es einigermaßen, eine Ordnung herzustellen, sodass wir es innerhalb einer halben Stunde schafften, ihnen die Geschichte etwas näher zu legen, als ich es mit Shinux geschafft hatte. Ihm war das Ganze auch nur recht, denn zumindest hatte er danach auch etwas mehr Ahnung von dem, was geschehen war, was aber auch nicht wirklich schwer war. Nachdem die Fragen endlich geklärt waren, war ich auch relativ fertig. Also gut, waren das all eure Fragen? Doch überraschend meldete sich Abra zu Wort und beeinflusste die Atmosphäre für mich immens. Bisher schien es so, als wollten alle nur die Geschichte kennen, aber er fragte, eine letzte Sache noch, heißt das, dass ihr uns jetzt verlasst? Ich war etwas überrascht von der Frage. Ja, ist das noch nicht klar geworden? Doch, aber ich hatte gehofft, dass es doch nicht so ist. Wenn ihr weg seid, wird's hier in der Gilde so langweilig ruhig. Das stimmt, ich kann auf jeden Fall nicht so eine gute Laune erzeugen wie ihr. Eher so im Gegenteil. Ihr werdet dieser Gilde fehlen. Wieder war ich etwas überrascht. Ich hatte nicht mit so einer Reaktion von ihnen gerechnet. Auch wenn es vielleicht etwas widersprüchlich zu dem ist, was ich vorhin sagte. Ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass ich und Shinux wirklich in diese Gildengemeinschaft hineingepasst hatten. Eben auch, da wir die Neuesten hier sind. Meistens machten wir Fehler, die dann die anderen ausbaden durften, und deshalb wirkten sie oft nicht sonderlich glücklich mit uns als Gildenmitgliedern. Auch deswegen hatten wir noch nie eine Erkundung mit jemand anderem unternommen. Und selbst auf der großen Expedition vor ein paar Monaten waren ich und Shinux als Einzige zu zweit unterwegs. Wir wollten den anderen so wenig wie möglich zur Last fallen, was dazu gesagt auch nicht geklappt hatte, weil wir uns im Wald verirrt hatten und die anderen uns retten mussten. Wegen all dem war ich mir relativ sicher gewesen, dass sie uns nicht sonderlich vermissen würden. Aber so wie sie alle nun vor uns standen, ergab sich mir ein völlig anderes Bild. Sie waren keinesfalls froh, uns los zu sein. Da ich es noch nie aus so einer Perspektive betrachtet hatte, wusste ich nicht mehr so recht, ob es wirklich wert war, die Reise anzutreten und dafür all dies hinter mir zu lassen. Aber ich wusste selber, es war unsere Pflicht, diese Reise zu bestreiten. Alleine das Foto, das wir hatten, war ein Beweis. Und zudem die Stimme in meinem Traum. Ein Pokémon aus einer anderen Welt. Vielleicht sogar ein Mitglied der Gruppe aus der Legende. Ich war gespannt, dieses Pokémon zu treffen. Doch dafür musste ich zuerst ein gesamtes Team versammeln. So verabschiedeten wir uns aus der Gilde, doch nicht ohne ein Versprechen. Wir versprachen, wir würden uns melden, so oft wie wir konnten, so wie wir es Hubbelupf schon versprochen hatten.
Doch zudem versprachen wir etwas weiteres. Sobald unsere Reise beendet wäre, würden wir zurückkehren. Wir würden wieder zurück zur Gilde kommen und unserem gewohnten Alltag nachgehen. Und dafür, das zu können, würde ich kämpfen. Bevor wir gegangen waren, warnte Abra uns jedoch noch. Eine Sache noch, ihr beide. Passt gut auf euch auf. Ich fühle, dass euer Abenteuer etwas Größeres wird, als ihr es euch je erträumen könntet. Es wird nicht wie eure Reisen mit der Gilde. Fehler werden bestraft und können tödlich enden. Dieses Mal werdet ihr wirklich etwas bewirken. Doch ich warne euch, wenn ich in eure Zukunft blicke, dann fühle ich gewaltige Mächte. Raum und Zeit kollidieren, eine finstere Aura. Die Feinde auf dieser Reise werden es euch nicht einfach machen. Kommt gesund wieder zu uns zurück. Das war natürlich nicht gerade die Motivation, die wir brauchten. Wenn Abra recht hatte, würden wir auf Mächte treffen, die größer waren als diese Welt. Vor allem, was uns bewusst war, wir würden eine Macht bekämpfen, die die Welt der mächtigsten Pokémon innerhalb weniger Stunden komplett zerstören konnte. Als wir gerade am Strand angekommen waren, fiel uns unser nächstes großes Problem auf. Wir konnten mit Gyarados zwar so problemlos reisen, doch sobald unser Team wuchs, wären wir aufgeschmissen. Wir waren gezwungen, den Beginn der Reise zu verschieben. Es gab nur eine Möglichkeit, so viele Pokémon sicher über das Meer transportieren zu können. Ein Schiff, ein Floß oder ein Boot würden nicht reichen. Auf dem Schiff musste genug Platz für 5 Pokémon sein, da wir bei dem Treffen mit dem 6., dem Überlebenden, in eine andere Welt reisen würden. Aber da der Bau eines derartigen Schiffes ein riesiges Problem für uns zwei darstellen würde, mussten wir umkehren und, wie Hubbelupf uns empfohlen hatte, in Schmuck statt Hilfe suchen. Auf unserer Suche hatten wir so viel Glück wie nur möglich. Wir fragten ursprünglich nur bei Miltank im Lager nach, ob sie ein paar Holzbretter auf Lager hatte. Tatsächlich hatte sie genug für ein gesamtes Boot und war bereit, sie uns einfach zu überlassen. Die Gebrüder Molung, die den regionalen Laden betreiben, hatten unser Gespräch gehört und boten uns ihre Hilfe beim Bau an. Das wiederum bekam Resladero aus dem Dojo mit. Und so dauerte es nicht lange, bis ganz Schmuckstadt sich bereit erklärt hatte, uns bei unserem ersten Schritt zu helfen. Ich und Shinux konnten mangels Händen schlecht bei der Handarbeit mithelfen. Deswegen verwendeten wir unsere Zeit für die Planung. Mit unseren Ressourcen hatten wir genug Material für alle nötigen Kabinen, eine kleine Vorratskammer, ein Deck, ein Steuerruder und ein Segel. Kurtel schaffte es sogar neben diesen Dingen noch einen kleinen Antrieb mit Kohle betrieben zu bauen, sodass wir bei mangelndem oder gar falschem Wind trotzdem gut reisen konnten. Es dauerte nur knappe 2 Tage, dann war es soweit. Das Schiff war fertiggestellt und alles war bereit für unsere Abreise. Der späte Abend war inzwischen angebrochen und ich hatte eben den letzten Sack Kohle auf das Schiff getragen. Alle, die uns beim Bau des Schiffes geholfen hatten, also die gesamte Stadt, stand noch einmal an der Küste des Strandes. Als wir endlich aufbrachen, sah ich noch einmal zu ihnen. Ich kannte sie inzwischen alle gut. Ich war mein gesamtes Leben in Schatzstadt gewesen. Es war das erste Mal für mich, dass ich unseren Kontinent verließ. Sie alle winkten uns immer noch zu, als ich sie schon kaum noch erkennen konnte. Unser Abenteuer hatte nun offiziell begonnen. Doch damit hatte der Tag noch nicht geendet, trotz dass es schon so spät war. Ich hatte bereits versucht einzuschlafen, konnte es aber nicht. Ich war einfach zu aufgeregt wegen allem. Schließlich war es nun an der Zeit für uns selber, ein Teil einer Legende zu werden. Da ich wie gesagt nicht schlafen konnte, ging ich noch einmal auf das Deck. Es waren keine Wolken am Himmel und es wehte ein leichter, erfrischender Wind. Die See war ruhig. Ich machte es mir bequem und betrachtete den Sternenhimmel. Auf einmal sprach mich jemand neben mir an. Tolles Wetter heute Nacht, nicht? Ich erschrak, als ich bemerkte, dass Shinux neben mir saß. Er hat die Angewohnheit, immer da zu sein, wenn man ihn am wenigsten erwartet, was mich schon oft verwirrt hat. Mann, Shinux, warn mich doch nächstes Mal bitte vor, bevor du dich an mich anschleichst. Tut mir leid, mach dir Gewohnheit. Einen Moment lang saßen wir beide einfach da und sahen in den Sternenhimmel. Aber mir lagen die ganze Zeit Fragen auf der Zunge, die ich Shinux noch stellen wollte. Nach einigen Minuten entschied ich mich, die Stille zu unterbrechen, auch wenn sie wunderschön war. Du Shinux, wie war es eigentlich für dich, aus Schmuckstadt abzureisen? Ich meine, du hast ja nicht so viele Erinnerungen an den Ort wie ich.
Hierfür ist es wichtig, dass ich noch kurz etwas über Scheinux erzähle. Ich kenne ihn inzwischen seit etwa 6 Jahren. Wir hatten uns kennengelernt, als ich durch den Wald gelaufen war. Dabei hatte ich bemerkt, dass sich ein Pokémon am See, der sich dort befand, aufhielt. Es wirkte ziemlich verwirrt. Es war Scheinux. Ich wusste nicht, was genau mit ihm los war, deswegen sprach ich ihn an, in der Hoffnung, ihm helfen zu können. Es stellte sich heraus, dass er einen Gedächtnisverlust erlitten hatte. Er konnte sich an nichts erinnern. Weder an diese Region, noch an die Pokémon hier. Zudem, was ihn am meisten mitnahm und auch bis heute noch mitnimmt, nichts über seine eigene Vergangenheit. Damals hatte ich ihm angeboten, mich nach Schmuckstadt zu begleiten, und wir freundeten uns schnell an, bevor wir unser Retterteam gründeten. Daher kam auch meine Frage, da er noch nicht so viel Zeit in Schmuckstadt verbracht hatte wie ich. Er stockte und schien zu überlegen. Es war seltsam. Auch wenn ich lange nicht so viel Zeit dort verbracht habe wie du, kenne ich ja keine anderen Orte. Es hängt weniger damit zusammen, wie viel Zeit man an so einem Ort verbringt, als welchen Anteil seines Lebens. All meine Erinnerungen, sowie gute als auch schlechte, spielen in Schmuckstadt. Ich weiß genau, wie du dich fühlst, aber mach dir keine Gedanken. Sobald wir die andere Welt gerettet haben, werden wir zurückkehren. Wie schaffst du es eigentlich, so optimistisch zu bleiben? Ich mache mir eigentlich über alles im Moment Sorgen. Ich habe Angst, dass unsere anderen Teammitglieder total unfreundliche Pokémon werden und nur wegen ihrer Stärke in dieses Team eingeteilt wurden. Außerdem denkst du denn gar nicht über Abra nach? Jeder Fehler kann alles zerstören, eine ganze Welt. Und was er über die Mächte gesagt hat. Ich habe schon von vielen möglichen Katastrophen gehört. Er sagte, er spürt, dass Raum und Zeit kollidieren werden. Das heißt so viel, wie dass alle Welten in ein Ungleichgewicht geraten werden. Und eine einzige Macht alles Lebende auf einmal beeinflusst. Wenn Raum und Zeit kollidieren, das hieße die Geburt eines dunklen Gottes oder das Werk von einem, der bereits lebt. Und alleine der Gedanke, dass ein dunkler Gott existieren könnte, ohne dass wir etwas davon wissen. Ich meine, selbst die dunkle Macht war in ihrer mächtigsten Form nur ein Dämon und kein Gott. Mach dir ja nicht so viele Gedanken, Bulbi. Unsere Teammitglieder werden schon freundlich genug sein. Wer auch immer sie nun ausgesucht hat. Ich muss ja sagen, ich denke, es war Lord Ecke. Muss auch wissen, dass sein Team nur funktioniert, wenn die Pokémon sich gut verstehen. Und was Abra angeht, das Raum und Zeit kollidieren könnte auch etwas Positives bewirken. Nur weil du immer nur die schlechte Seite siehst, muss nicht gleich ein Gott dahinter stecken. Eine solche Kollision bewirkt, dass Irreales geschieht. Es kann auch helfen. Und außerdem, ich habe insgesamt so ein Gefühl bei unserer Reise. So als ob ich bald Bescheid wüsste. Was meinst du mit Bescheid wissen? Ich spüre, dass sich etwas in meinem Unterbewusstsein meldet. Ich spüre, dass ich etwas in mich selber erfahren werde. Und allein dafür will ich reisen. An dieser Stelle war unser Gespräch beendet. Und ich war mir nun auch sicher, diese Reise würde es wert sein. Ich möchte auch, dass Scheinux endlich herausfindet, wer er überhaupt ist. Ich bin mir sicher, er war auch vor seinem Gedächtnisverlust ein tolles Pokémon. Nach einiger Zeit ist es mir draußen zu kühl geworden. Nun schreibe ich hier diese ersten Seiten unserer Geschichte, denn wir werden ein Teil einer Legende und diese Legende möchte ich weitergeben. Vielleicht wird sie eines Tages im selben Atemzug mit den beiden anderen genannt.